Professor Klein, über den wir uns ganz besonders freuen, dass er heute hier ist und ich werde noch etwas zu ihm erzählen, spricht oder sprach zumindest vor vielen Jahren auch mal Deutsch und versteht zumindest das, was ich sage. Professor Klein hat eine ganz ungewöhnliche Geschichte. Er leitet in Montpellier ein großes Institut mit 2471 Quadratmetern Laborfläche, also wirklich ein riesiges Institut, das sich unter anderem im großen Schwerpunkt auf die Myelomforschung setzt. Und er macht Myelomforschung seit 25 Jahren, hat einen der ersten, war der erste, der einen der ganz wesentlichen Faktoren für das Myelom beschrieben hat und ist auch in dem Übergangsfeld zwischen der Biologie im Labor und der Klinik. Zu verstehen, wie das Myelom entsteht, wie es krank macht und eben überzuleiten zu tatsächlich dann Möglichkeiten der Therapie. Und er ist auch selber in der Klinik in Montpellier aktiv. Begonnen hat er seine Karriere ganz ungewöhnlich und zwar als Bergbauingenieur. 1974 war sein erstes Diplom in Paris, hat dann in Biomathematik und später in Biologie auch an der Universität in Paris abgeschlossen. Dann eine lange Karriere als Wissenschaftler mit fast 300 Publikationen. Sie wissen, Publikationen ist immer so das Maß, in dem wir unsere, wissenschaftliche Qualität messen. Das ist also ausgesprochen beeindruckend. Und wir sind sehr froh, dass wir seit langer Zeit mit ihm zusammenarbeiten. Und ich finde, es ist immer besser, also es ist so eine formale Beschreibung, aber eigentlich ist es besser, wenn man in einer Geschichte erzählt, wie man jemanden vielleicht kennengelernt hat und interagiert hat. Und meine Interaktion war, he already knows, I think he thinks I tell the same I did last time, but I will not. Ich erzähle nicht die gleiche Geschichte, die ich gestern auf dem Ärztetag erzählt habe. Und zwar, Sie alle kennen das, dass man viele Hindernisse überwinden muss. Als Patienten muss ich Ihnen das nicht sagen, aber wir in der Forschung haben das auch. Und sehr eindrücklich ist mir gewesen, das muss 2003 gewesen sein, als wir gerade angefangen haben. Da war dieses Institut, in Frankreich ist immer mit so einer, mit so einem Zaun umgeben, so ein 2 Meter hoher Zaun mit einer Tür, mit einem Schlüssel. Und das nächste, die eigentliche Tür, hat so ein Nummernpad. Und wir standen dann draußen und die Tür, diese erste Tür war zu. Und was hat er gemacht? Er hat einfach gesagt, ich sollte eine Lauspupenleiter machen und ist über den Zaun drüber gestiegen, um das Problem zu lösen. Und das ist die Art und Weise, wie Professor Klein an entsprechende Probleme herantritt. And we are very happy, Bernard, that you now give a, I'm sure, brilliant talk about myeloma, biology of myeloma. Und ich werde zwischendrin immer übersetzen, if he gives me the time to do that. So, thank you, Dirk, and thank you, Hartmut, for this kind introduction. So, today I'm going to talk about the physiopathology of multiple myeloma, so my talk will be quite simple. I will give you the basic mechanisms making to possible to understand the development of this disease. Also gut, Bernard wird heute über die Physiopathologie des multiplen Myeloms sprechen. Das ist ein sehr einfacher Talk. Es geht um die basale Pathophysiologie. And Bernard, please give me a bit more time. My brain is small, you know. Okay. So, we have normal plasma cells in the body. Wir haben im Körper normale Plasmazellen. They represent about 0.5% of the bone marrow cells. Die ungefähr 0.5% der Zellen insgesamt im Knochenmark ausmachen. And from these normal plasma cells, I'm going to discuss the mechanisms we can get in some people, the development of benign monoclonal gammopathy occurring in about 3% of people over 60 years. Und wir werden, wie diese normalen Plasmazellen entstehen, diskutieren. Und von diesen normalen Plasmazellen können in etwa 3% der über 60-jährigen Zellen sich verändern und das Ganze in eine sogenannte monoklonale Gammopathie unklarer Signifikanz übergehen. And from some of these people with benign monoclonal gammopathy, we can get the development of multiple myeloma, which occur. We have about 25,000 new cases per year of myeloma in the European Union. Und von dieser primär mal als gutartig, als benign angesehenen monoklonalen Gammopathie kann es einen Übergang in das sogenannte Smoldering multiples Myelom geben. Und es gibt ungefähr 25.000 neue
Neuerkrankungen mit multiplen Myelomen in der EU. And in some patients we can get an acute disease with extramedullary proliferation occurring in 1% of the patient. Und bei einigen Patienten hat man eine extramedulläre, also außerhalb des Knochenmarks gelegene Proliferation der Myelomzellen. Das macht etwa 1% der Patienten aus. And I am going to discuss the main mechanisms leading to the development of this disease. Und Professor Klein wird über die Hauptmechanismen, die zur Entwicklung des Myeloms aus diesen Vorstufen entsprechend führen, sprechen. So first, normal plasma cells. So we have about 1 billion normal plasma cells in the body. This means 1 gram of cells. Also zunächst normale Plasmazellen. Wir haben 10 hoch 9, also 10 Milliarden, 100 Milliarden Plasmazellen im Knochenmark. Und wenn man das in so Masse umrechnet, entspricht das etwa 1 Gramm. And these normal plasma cells can recognize 1000 different antigen. Und diese normalen Plasmazellen können ungefähr 1000 verschiedene Antigene erkennen. And this means 1 million plasma cells for a given antigen. Und das bedeutet, für ein spezifisches Antigen sind ungefähr 1 Million Plasmazellen spezifisch. And these normal plasma cells are absolutely critical for the control of the immune system. Und diese Plasmazellen sind absolut kritisch für die Kontrolle des Immunsystems. They survive for years. The same plasma cells can survive for years in the body, ensuring the immune control. Die Plasmazellen können, die gleiche Plasmazelle kann für Jahre im Körper existieren, überleben und ist essentiell für die Immunkontrolle. And these cells do not cell cycle. They are out of the cell cycle. They produce a lot of antibody, but they are completely out of the cell cycle. Und diese Zellen sind außerhalb des Zellzyklus, sie vermehren sich nicht und produzieren große Mengen an Antikörpern. And from these normal plasma cells we can get in some cases some abnormality and we have a benign monoclonal gammopathy which is quite frequent, about 3% of the people over 60. Und aus manchen dieser normalen Plasmazellen kann sich eine Veränderung dieser Plasmazellen entwickeln. Dann sprechen wir von einer monoklonalen Gammopathie unklarer Signifikanz, einer gutartig erachteten Veränderung, die sehr häufig ist und bei 3% der über 60-Jährigen auftritt. In these people with benign monoclonal gammopathy, we have about 50% of monoclonal plasma cells in the bone marrow, together with 50% of healthy plasma cells. Bei Menschen mit dieser monoklonalen Gammopathie ist etwa die Hälfte der Zellen im Knochenmark der Plasmazellen normale Plasmazellen und die Hälfte monoklonale, also veränderte Plasmazellen. And these monoclonal plasma cells do not cell cycle. They are not dangerous. They are, as the healthy plasma cells, they are out of the cell cycle. Und diese monoklonalen Plasmazellen, diese veränderten Plasmazellen, sind auch außerhalb des Zellzyklus, das heißt, die vermehren sich nicht und sind dementsprechend auch nicht gefährlich. But for some people, we can get additional mutation, and I am going to discuss that very simply, yielding to a deregulation of the cell cycle, and we get a multiple myeloma. Bei einigen Individuen, also Menschen, die diese monoklonale Gammopathie haben, gibt es aber zusätzliche Veränderungen, treten zusätzliche Veränderungen in diesen Plasmazellen auf. Beispielsweise Mutationen, die dazu führen, dass die Zellen eben sich nun beginnen zu teilen. Und das ist der Beginn dann des multiplen Myeloms. And in this patient, 1% of the monoclonal plasma cells do cell cycle. This percentage is very low, but even it is very low. It is a very powerful prognostic factor for the development of the disease. Bei diesen Patienten
Proliferieren ganz wenig, also nur 1% der Zellen tatsächlich, dieser malignen Plasmazellen. Aber trotzdem ist das ein ganz ausgeprägter prognostischer Faktor für die Entwicklung des Myeloms und die Prognose. And in these patients, the tumor plasma cells also affect the organ, and we have an organ damage that requires treatment. Und zu diesem Zeitpunkt greifen die Myelomzellen auch die Organe tatsächlich an, beziehungsweise man sieht Folgen einer Endorganschädigung, und das ist für uns immer der Grund, um dann tatsächlich mit einer Therapie zu beginnen. And in 1% of the patient we get an additional deregulation of the cell cycle, the ability to proliferate, and in this case we get extramedullary proliferation. This means that the tumor cells are less dependent on their niche, on their tumor environment. Und bei etwa 1% der Patienten gibt es eine weitere Veränderung, die dazu führen, dass diese Plasmazellen, diese veränderten Plasmazellen stärker proliferieren. Und mit dieser stärkeren Proliferation wachsen sie auch extramedullär, das heißt außerhalb des Knochenmarks, was ja der Ort ist, wo normalerweise die Myelomzellen beheimatet sind. Und das geht damit einher, dass sie weniger von dem Knochenmark tatsächlich auch abhängig sind. Microenvironment, das Knochenmarkumgebung. Thus we can say that the progressive deregulation of the ability to proliferate is the hallmark of the development of the disease. So dass man sagen kann, dass die Möglichkeit, also die Entwicklung dieser Proliferationsrate oder der Fähigkeit zu proliferieren, eigentlich eines der Charakteristika des multiplen Myeloms darstellt. So, now I will come back to the generation of normal plasma cells in order to get some insight about the genetic aberration that occurs in the development of multiple myeloma. Professor Klein wird jetzt auf die Entwicklung normaler Plasmazellen eingehen, um als Basis für ein Verständnis, was denn für Veränderungen tatsächlich beim multiplen Myelom stattfinden, was für genetische Veränderungen stattfinden. The generation of a normal plasma cells imply major genetic rearrangement. Die Generierung normaler Plasmazellen setzt große, starke genetische Veränderungen in den Plasmazellen voraus. First, we need to induce mutation in the immunoglobulin genes, the genes coding for the antibody, in order to create antibody with a high affinity for the antigen. Um Antikörper herstellen zu können, die eine hohe Affinität, also eine hohe Bindungskraft zu den entsprechenden Antigenen haben, müssen genetische Veränderungen auch in der normalen Plasmazelle ausgelöst werden. Und zwar auch da müssen Mutationen stattfinden, in dem Sinne aber positive Mutationen, um eben diese Vielfalt an Antikörpern herstellen zu können. The second point is that we need to modify the constant part of the antibody. And this means that we have to cut the DNA of the immunoglobulin genes, and there is a rearrangement of these genes in order to get a constant fraction that is very important to get efficient antibody. Also damit diese Antikörper letztlich gebildet werden können, muss es auch einen Wechsel in der Klasse der schweren Kette des Antikörpers geben und zahlreiche Umlagerungen auf DNA-Ebene. Letztlich also viele Umlagerungen, die auch normalerweise in der Zelle stattfinden. These major genetic changes occur only in B-Lymphocyte and in T-Lymphocyte in the body. Die einzigen Zellen, wo sowas tatsächlich im Körper stattfindet, sind B-Lymphozyten, B-Zellen und T-Lymphozyten, T-Zellen. And every day these major genetic rearrangement occur in the body in order to produce antibody with a strong affinity to the pathogen. Und diese genetischen Veränderungen in diesen beiden Zelltypen finden täglich bei jedem im Körper statt, damit eben Antikörper von hoher Spezifität, also von hoher Bindungskraft an Antigene hergestellt werden können.
But these processes could be dangerous because they can create genetic aberration in proximal genes, not in the immunoglobulin genes, but in proximal genes. Aber dieser Prozess kann gefährlich sein, weil er eben nicht nur in den Genen, die eigentlich umgelagert werden sollen, diese Immunglobulin-Gene, sondern eben auch in proximal, also nah daran gelegenen Genen, Veränderungen eingeführt werden können. Nicht beabsichtigt, aber das kann sozusagen entsprechend passieren. If you have a proximal gene, the enzyme, the nuclease that cleaves the DNA, can also create mutation. Soll liegt, dann kann das Enzym, das eigentlich dafür verantwortlich ist, an der Immunglobulinstelle diese Veränderungen durchzuführen, auch versehentlich sozusagen in diesem nahe dabei gelegenen Genveränderungen hervorrufen. And this occurs also for the isotype class switching. If you have a chromosome that is proximal to the immunoglobulin chromosome, in this case, this nuclease can also cut this proximal chromosome and you can get wrong rearrangement of one part of the immunoglobulin gene and one part of this chromosome, proximal chromosome, creating what we call translocation. Wenn jetzt zwei Chromosomen nahe beieinander liegen, während dieser Prozess abläuft, dieser Rekombination, kann es genauso sein, dass es eben nicht nur auf ein Chromosom beschränkt bleibt, sondern dass dieser Prozess sozusagen überspringt auf ein proximales, hier rot dargestelltes Nachbarchromosom. Und dann sozusagen ein Stück genetischen Materials von einem auf den anderen verschoben wird, was wir als Umlagerung oder Translokation bezeichnen. So these genetic rearrangements are absolutely critical to create antibody with a high affinity to pathogen, but they could be dangerous by creating abnormalities in proximal chromosome or proximal gene. Diese Veränderungen, diese genetischen Umlagerungen sind absolut kritisch dafür, wichtig dafür, dass die Spezifität, also diese hohe Bindungskraft der Antikörper produziert wird, aber sie sind auch gefährlich, wenn diese Umlagerungen in Genen, die nahe dabei liegen, bei dieser Stelle, oder eben sogar an einem anderen Chromosom, das proximal, also nahe bei dieser Umlagerungsstelle entsprechend liegt und dann zu diesen Umlagerungen oder Translokationen führen kann. And this mechanism explains the benign monoclonal gammopathy. In these monoclonal plasma cells, which are not dangerous, you have always genetic rearrangement. In particular, we have primary translocation, but you have also mutation, you have deletion of DNA. All these aberrations have been created during this process of generation of plasma cells starting from a B cell. Dieser eben beschriebene Mechanismus erklärt, warum man in der benignen Form, also in der monoklonalen Gammopathie, schon solche Zellen findet, die eben bereits diese genetischen Veränderungen tragen, wie zum Beispiel, wir sagen, primäre genetische Ereignisse, also irgendwas, was ganz früh in der Entwicklung stattfindet, wie IGH-Translokationen, was wir eben gesagt haben, diese, wo ein Stück an das andere geschoben wird, aber auch Deletion, also Verlust von einzelnen Regionen kann auftreten oder auch Zugewinne oder auch, wie hier zuletzt aufgeführt, Mutationen, also Veränderungen an einzelnen Stellen. So these aberrations are not dangerous, but they slightly deregulate the cell cycle. We cannot see it in terms of biological testing. And this very slight deregulation explains the progressive increase in this clonal clone lasting for many years, at least 5-10 years. Diese Veränderungen sind in erster Linie gutartig, aber die führen dazu, dass es zu einer ganz langsamen Akkumulation, also Anhäufung dieser Plasmazellen kommt. Mit dem biologischen Test kann man das gar nicht sehen. Also das ist so wenig, dass es, aber trotzdem kommt es zu einer ganz langsamen entsprechend Anhäufung dieser Zellen. And for the development of myeloma from people with benign monoclonal gammopathy, we have additional genetic aberration through different mechanisms I will discuss in the following of my talk. Und für die Entwicklung tatsächlich eines multiplen Myeloms aus diesen initial veränderten Zellen
spricht Berner Klein von zusätzlichen Veränderungen, die an der Stelle auftreten, zusätzliche Mutationen und Veränderungen, die er im Folgenden näher erläutern möchte. But before to discuss this additional mutation, I will go back to the generation of normal plasma cells in order to better understand the deregulation that occur in the development of multiple myeloma. Bevor er aber auf diese Veränderungen, die dann später dazu führen, dass das Myelom entsteht, eingehen möchte, möchte er, damit wir diese Veränderung besser verstehen, zunächst die Entwicklung normaler Plasmazellen weiter vorstellen. Created in the lymph node, which are, you can see here the picture, and they are created in a germinal center, but I will not go into detail. This is a site in the lymph node that makes possible these rearrangements I discussed before, the isotype rearrangement I discussed before. Diese Zellen, diese B-Zellen entstehen in Lymphknoten. Das sind die grünen Punkte, die Sie in diesem Lymphsystem hier entsprechend sehen. Rechts ist ein Lymphknoten abgebildet und auf der linken Seite sehen Sie ein sogenanntes Keimzentrum, also eine ganz große Vergrößerung aus diesem Lymphknoten, was der Ort ist, in dem die Prozesse, über die wir eben gesprochen haben, ablaufen. Eben diese, dass die B-Zellen ihre Gene, ihre Erbinformationen entsprechend umlagern können und diese Prozesse zur Generierung der Vielfalt der Antikörper entsprechend stattfinden können. If the right, here you have an antibody, if the right mutation has occurred, giving a strong affinity for the antigen in yellow, these B cells can receive a surviving signal and is able to differentiate either into memory B cells or early plasmablast. Also wenn diese mit CC markierte rosane Zelle dort, die hat, links sehen Sie so einen Antikörper, das Schwarze an der Seite dieser Zelle. Und das bindet an das Gelbe und das Gelbe steht für ein Antigen. Wenn diese Bindung stark ist, bekommt diese Zelle ein Überlebenssignal, das heißt, sie darf überleben, andernfalls stirbt sie. Und das, die Voraussetzung dafür ist, dass dieser Prozess, dieser Mutation, was wir eben gesehen haben, die dazu führen, dass die Bindungskraft der Antikörper besonders stark werden soll, also Antikörper gebildet werden, die das machen, wenn das der Fall ist, also wenn dieser Antikörper gut mit dem Antigen interagiert, dann darf die Zelle überleben und dann erst darf sie sich weiterentwickeln, was hier als Early Plasmablast, also als frühe Form der Entwicklung der Plasmazellen entsprechend dargestellt ist. So, on this slide we are still in the lymph node and this B cells mature into early plasmablast and migrate outside the germinal center to the T cell zone. In the lymph node we have a T cell zone, a B cell zone, and at the boundary between the T cell zone and the germinal center they receive a surviving signal interleukin 6 from dendritic cells. Also wenn wir uns das räumlich vorstellen, befinden wir uns mit dem, was wir hier besprechen, immer noch im Lymphknoten, also in diesen grünen Punkten, wo wir die Herausvergrößerung gesehen haben. Und diese frühe Plasmazelle kommt aus einem Bereich, den man als Keimzentrum, bestimmter Bereich im Lymphknoten, dann heraus in eine Zone, die von T-Zellen im Wesentlichen gebildet wird. Und das Wesentliche darin ist, dass die Zelle dann da ein Überlebenssignal bekommt. Also sie durfte schon überleben, als sie rausgekommen ist, und bekommt jetzt noch ein Überlebenssignal. Und das ist gerade dieses IL-6 oder Interleukin 6. And this early plasmablast migrate in the lymph node, in the T-cell zone of the lymph node, to reach the medulla zone, in which it further differentiate into early plasma cells. Und aus dieser T-Zellzone, die um diese Keimzentren herum orientiert ist, wandert diese frühe Plasmazelle dann weiter in wiederum eine andere Zone des Lymphknotens, die sogenannte Medulla oder das Mark. Und darin findet eine weitere Reifung dieser Zelle dann zu einer frühen Plasmazelle statt. So we are still in the lymph node. And after maturation, these plasma cells exit into the lymph and then the blood. And we have about 2 plasma cells per microliter circulating
in our peripheral blood. Also alles, was wir vorher beschrieben haben, bis zu der Entwicklung der Plasmazelle, hat sich im Lymphknoten abgespielt und diese dann frühreife Plasmazelle tritt in das Blut aus und wir haben etwa 2 Plasmazellen pro Mikroliter Blut, die in uns sozusagen zirkulieren, die neu geschaffen wurden und dann dort unterwegs sind. But these plasma cells in the blood cannot survive. They can survive for one day, and they have to find an organ, and mainly the bone marrow, in which they found the right environment, the right growth factor in order to further differentiate. Diese Plasmazellen im Blut können nicht überleben, nur vielleicht einen Tag. Das heißt, sie müssen ein Organ finden, das ihnen eine Umgebung zur Verfügung stellt, die es ermöglicht zu überleben. Und das kann am häufigsten das Knochenmark sein oder aber auch mucosa-assoziiertes Lymphgewebe, also so was Ähnliches, ähnliche Strukturen, die auch am Darm beispielsweise assoziiert sind. Wichtig, also diese Plasmazelle aus dem Blut muss irgendwo hinwandern, wo sie tatsächlich diese Überlebenssignale bekommt, sonst stirbt sie. And here these plasma cells further mature and survive for years in the bone marrow and produce continuously antibody and they are responsible for the long-term immune surveillance in the body. Und diese Plasmazellen, wenn sie im Knochenmark angekommen sind und da einen Platz gefunden haben, können über viele Jahre überleben und produzieren große Mengen an Antikörper und sind eben dafür verantwortlich, dass die Überwachung, die unser Immunsystem für den Körper darstellt, über viele Jahre vorhanden sein kann. And now you can understand why myeloma develop in the bone marrow. It's because the normal plasma cells develop in the bone marrow. Und jetzt können Sie verstehen, warum das Myelom auch im Knochenmark lokalisiert ist, warum es sich im Knochenmark entwickelt, weil auch das Pendant, also die normale Plasmazelle, eben in das Knochenmark einwandern und das der Ort ist, wo sie sich befindet. The early genetic events occur in the lymph node, but are expressed in terms of monoclonal plasma cells in the bone marrow. Diese frühen genetischen Veränderungen, von denen wir gesprochen haben, die finden in den Plasmazellen oder in den Vorläufern in dem Lymphknoten statt. Aber wie wir das sehen können, das tatsächliche Auftreten monoklonaler Zellen, das findet sich dann eben im Knochenmark. So now I will discuss the growth factor that can that make possible this long-term survival of normal plasma cells. And you will see also of malignant plasma cells. Professor Klein wird als nächstes die Frage beantworten, welche sind denn diese Faktoren, diese Wachstumsfaktoren und Überlebensfaktoren, die dazu führen, dass die normalen Plasmazellen und dann später auch die Myelomzellen im Knochenmark überleben können. All these data were obtained using a model in the mice. Alle diese Daten wurden erreicht oder hat man bekommen, indem man einen Modellorganismus, eben die Maus, verwendet hat. And you can understand why is because we have a very few amount of plasma cells in the body and these cells are very, very difficult to study. Und der Grund dafür ist, dass es nur ganz wenig Plasmazellen normale Plasmazellen im Körper gibt. Denken Sie an dieses 1 Gramm, die verteilt sind. Und die sind dementsprechend sehr, sehr schwer zu untersuchen, weil es so wenige sind. So, in order to bypass this difficulty, we have created an in vitro model making it possible to generate long-lived plasma cells, the plasma cells that are present in the bone marrow. Um das zu umgehen, dass man diese Plasmazellen so schlecht untersuchen kann, hat Professor Kleins Gruppe ein In-vitro-Modell sich ausgedacht und etabliert, um aus Vorläuferzellen tatsächlich in der Schale, also in der Kulturflasche, diese Plasmazellen generieren zu können. The first point, so we start from the memory B-Lymphocyte, which are present in the blood, we can easily purify. And we reproduce the activation signal that occur in the lymph node, and we can get early plasma blast. Ausgangspunkt dieses Modells ist, dass man
sogenannte Memory- oder Gedächtnis-B-Zellen, die im Blut vorhanden sind, in relativ großer Zahl, die man relativ einfach aufreinigen kann, aus dem Blut entnimmt und dann im Prinzip das Komplexe, was wir vorhin besprochen haben, nachbildet, die unterschiedlichen Wachstumsfaktoren, und damit kann man dann tatsächlich diese frühen, hier Präplasmablasten genannten, hellblauen Zellen entsprechend generieren, also bis aus etwas Früherem tatsächlich eine Vorstufe von Plasmazellen machen. And when we change the stimulation in order to get plasmablasts and early plasma cells, which have exactly the same characteristic as the circulating plasma cells in the body. Und dann wird das Milieu verändert, um auch diese Wanderung sozusagen der Plasmazellen durch unterschiedliche Zonen abzubilden. Und letztlich kann man Plasmazellen generieren, die gleichen Eigenschaften haben wie auch normale Plasmazellen, die man aus dem Knochenmark entnommen hätte. And to get these long-lived plasma cells, which are present in the bone marrow, we were surprised because before we expected this will be difficult, but just adding two growth factors, interleukin-6 and APRIL, so they are growth factors stimulating various cells, we can get long-lived plasma cells. Als dieses Modell etabliert wurde, war Professor Klein und wir alle sehr überrascht, dass es eigentlich nur zwei Wachstumsfaktoren sind, die man braucht, um diesen komplexen Prozess abzubilden und tatsächlich diese langlebenden Plasmazellen, die eben für die Antikörperproduktion verantwortlich sind, herzustellen. And these plasma cells do not cell cycle. They are producing immunoglobulin every day at a constant rate and this for month in vitro. So these cells are factories to produce antibody, and they are actually resistant, just providing two growth factors. Und diese Plasmazellen produzieren große Mengen Antikörper kontinuierlich über Tage, Wochen und vielleicht sogar Jahre und sind dabei eigentlich nur von diesen beiden Wachstumsfaktoren, nämlich dem Interleukin 6 und dem APRIL, abhängig. Die teilen sich nicht mehr, die sind sozusagen nur Antikörperfabriken quasi an einem Ort. And regarding the malignant plasma cells, you will not be surprised to learn that interleukin 6 and APRIL are also growth factors for the malignant plasma cells. Sie werden nicht überrascht sein, dass, wenn man jetzt die malignen, also die Myelomzellen betrachtet, die ebenfalls für die ebenfalls Interleukin 6 und APRIL und verwandter Faktor BAF Wachstums- und Überlebensfaktoren sind. But the major difference is that insulin growth factor type 1 is a growth factor for malignant plasma cells, but has no effect on normal plasma cells. Ein wesentlicher Unterschied ist aber, dass IGF-1, Insulin-like Growth Factor 1, also insulinähnlicher Wachstumsfaktor 1, ein ganz entscheidender Wachstumsfaktor für Myelomzellen ist, während es für normale Plasmazellen keiner ist. What is insulin growth factor? Is a factor very close to insulin, and which is a growth factor for many cells in vivo. It's absolutely essential for the development of the body, but it is also a growth factor for many cancers. Was ist dieses IGF-1? Das ist ein Faktor, der ganz ähnlich dem Insulin ist, das Sie auch von der Zuckerkrankheit kennen. Und das ist ein Wachstumsfaktor für ganz verschiedene Zelltypen im Körper. Und es ist eben auch ein Wachstumsfaktor für zahlreiche Krebszellen. And the reason is that the receptor for this growth factor is not expressed by the normal plasma cells. It is aberrantly expressed by the malignant plasma cells. Und die Ursache dafür, dass dieses IGF-1 nicht auf normale Plasmazellen wirkt, ist, dass die keinen Rezeptor dafür haben. Die haben keinen IGF-1-Rezeptor und können also nicht dadurch stimuliert werden, wohingegen Myelomzellen aberrant diesen Rezeptor exprimieren. Das heißt, die haben diesen Rezeptor und können deswegen auch durch das IGF-1 stimuliert werden. And this expression, the expression of this receptor is a marker of poor survival.
Und gleichzeitig ist diese Expression, das Vorhandensein dieses Rezeptors ein Marker für ungünstige Prognose. So, now to recapitulate this finding, so we can generate long-leaf plasma cells, which are the counterpart of the in vivo normal plasma cells. Um das Ganze jetzt zusammenzufassen, es ist also möglich, diese langlebenden Plasmazellen, die den normalen Plasmazellen im Knochenmark entsprechen, in vitro, also im Reagenzglas, zu produzieren. In people with a benign monoclonal gammopathy, the monoclonal plasma cells are very close to the normal plasma cells. In Menschen, die diese benigne, diese gutartige monoklonale Gammopathie haben, sind die Zellen, MGAS-Zellen, sehr nah verwandt, sehr ähnlich den normalen Plasmazellen. This is the same for patients with smoldering multiple myeloma. Und das gilt auch für Patienten, die ein sogenanntes smoldering, also nicht therapiepflichtiges multiples Myelom haben. And in patients with multiple myeloma, we have a progressive dedifferentiation of the malignant plasma cells, which acquire plasmablastic phenotype and an increased level of proliferation. Und mit dem Stadium oder mit dem Entstehen des multiplen Myeloms zeigen diese Zellen eine progressive Dedifferenzierung, will sagen, die werden, sehen immer unreifer aus und eben wie diese früheren Stadien der Entwicklung. And in patients with extramedullary proliferation, we are mainly at the plasmablast stage, which is a highly proliferating stage. Und auf der Ebene der extramedullären, also außerhalb des Knochenmarks stattfindenden Vermehrung von Myelomzellen, da sehen die so ähnlich aus oder sind auf der Entwicklungsebene von Plasmablasten, also einem deutlich früheren Stadium. So, and I will like to mention that we have in these monoclonal plasma cells an aberrant expression of IGF-1 receptor, which should play a role in the deregulation of this cell cycle. Und diese aberranten Plasmazellen zeigen, also diese Plasmazellen zeigen eine aberrante Expression des IGF-1-Rezeptors und die Vermutung an dieser Stelle ist, dass eben diese Expression, diese Ausprägung des Rezeptors für die Entwicklung des Myeloms an der Stelle dann entscheidend ist. So, we have discussed the story of the normal plasma cells. Zusammenfassend, wir haben die über die normalen Plasmazellen gesprochen. We have discussed how these primary genetic aberration occurs in benign monoclonal gammopathy. Wir haben darüber gesprochen, wie diese primären, diese ursprünglichen Veränderungen in der benignen monoklonalen Gammopathie entstehen. And now I will introduce very briefly, because this is quite complicated, the story of the additional genetic mutation that occurs in patients with multiple myeloma. Und nun wird Professor Klein noch kurz auf die Entstehung dieser zusätzlichen Veränderungen eingehen, kurz, weil das jetzt kompliziert ist. So, before I would like to mention that in a patient diagnosis, you have different clone of the tumors. And this has been shown using the novel approach of deep sequencing and also the possibility to amplify genes from a single cell. And was wir hier sehen, ist, dass ein Tumorzellklon aus ganz unterschiedlichen Klonen besteht. Das heißt, die Zellen sind nicht alle die gleichen, sondern wir sagen, es sind unterschiedliche Klone, also mehrere Typen von Zellen vorhanden. Genauso, wenn man sagen würde, Männer in diesem Saal sind auch unterschiedliche Klone, also unterschiedliche Ausprägungen desselben Merkmals. Nur die kann man nur durch moderne genetische Verfahren finden, also diese Next Generation Sequencing, diese Gesamtgenomsequenzierung und die Tatsache, dass man aus einzelnen Zellen, also einzelne Zellen tatsächlich diesbezüglich untersuchen kann.
So there's a diagnosis one can recapitulate the history of the development of the disease. Das heißt, zum Zeitpunkt der Diagnose kann man quasi die Geschichte der Entstehung des Myeloms rekonstruieren. For example, in this patient, you have in the bone marrow coexisting together a primary clone with a T1114 translocation, probably the clone occurring in the benign state, that represents 27% of these cells. Wir haben zum Beispiel einen hier gelb dargestellten Klon, der 27,5% der Zellen zeigt, der ein sehr früher Klonus und nur an Veränderungen diese Translokation L14 zeigt. And after, I will go fast, we have the development of additional clone, but starting from this primary clone, and we have additional mutation, and after divergent clone, and so on. So, in this patient like diagnosis, we have 6 clones. Um das kurz da durchzugehen, aus diesem ersten gelben Klon sind ganz unterschiedliche hervorgegangen, unterschiedliche Veränderungen aufgetreten, die zum Teil aufeinander aufbauen und zum Teil auch parallel aus diesem ursprünglichen hervorgegangen sind, was letztlich dazu führt, dass die in unterschiedlich dargestellten, unterschiedlichen Farben dargestellt, unterschiedliche Klone vorhanden sind. And the important point is that these various tumor clones differently respond to treatments. Und der wichtige Punkt an dieser Stelle ist, dass diese unterschiedlichen Tumorklone auch unterschiedlich auf die Therapien, die wir geben, ansprechen können. And this was illustrated for the first slide in a paper published in Blood 2 years ago. Und das wurde zum ersten Mal in einer Veröffentlichung gezeigt, die in dem Journal, in der Zeitschrift Blood 2012 veröffentlicht wurde. At diagnosis we have 4 clones with a dominant clone, the red one. Und in diesem Beispiel hatte man zum Zeitpunkt der Diagnosestellung 4 Klone, einen dominanten, und das ist eben dieser große rote Klon. After 1 year treatment with lenalidomide and dexamethasone. Nach einem Jahr Behandlung mit Lenalidomid Dexamethason. The red clone decreased, but the minor clone, the green one, expanded. Ist der rote Klon zurückgegangen in seiner Größe, aber der grüne Klon ist sozusagen angewachsen. Treatment, this is another proteasome inhibitor, the orange clone developed. Nach Behandlung mit Cafilzomib, auch ein Proteasomeninhibitor, ist dann der orangene Klon ausgewachsen. After bortezomib treatment and also anti-CD40 antibody therapy, the orange clone still developed. Und nach Behandlung mit Bortezomib und einem CD40, das ist ein Oberflächenantigen-Antikörper, hat sich weiterhin oder der orangene Klon weiterentwickelt. And finally, after melphalan, prednisone and bortezomib treatment, this minor clone expanded with additional mutation, probably due to the genetic instability induced by melphalan. Und nach Behandlung mit Melphalan, Prednison und Bortezomib hat sich dieser initial nur ganz kleine blaue Klon ausgesprochen stark entwickelt. Der zeigt auch zusätzliche Motivationen, möglicherweise eine genetische Instabilität, die wahrscheinlich durch das Melphalan an dieser Stelle hervorgerufen wurde. So now we have the tools to identify the diversity of the tumor clone at diagnosis. We need to perform deep sequencing and single cell PCR analysis at diagnosis. Das heißt, wir haben jetzt letztlich die Werkzeuge, um diese klonale Heterogenität zu verstehen, indem man zum Zeitpunkt der Diagnosestellung des Myeloms dieses Deep Sequencing, also Next Generation Sequencing, das ganze Genom sequenziert und eine Einzelzell-PCR macht, also eine Untersuchung auch einer einzelnen Zelle, um diese Diversität festzustellen. And using the same tools, we can identify how treatment affect these various clones in order to design tailor-made treatment. In particular, we can say, we have this clone, we have to kill this one. Und die gleichen Methoden kann man auch anwenden, um tatsächlich die Veränderungen, wie wir das gesehen haben, dieser Klone über die Zeit mit unterschiedlichen Therapien darzustellen und dann eventuell zu entscheiden, okay, jetzt ist einer dieser Klone, das ist spezifisch der, den man nun abtöten muss. But you may understand that it's absolutely critical to know
how this molecular heterogeneity arises. Aber Sie haben vielleicht wahrscheinlich gesehen, dass es absolut kritisch ist, absolut wesentlich ist, zu verstehen, wie denn diese molekulare Heterogenität letztlich überhaupt entsteht, um sie dann therapeutisch angehen zu können. And this is really what we have to do now. Und das ist genau, was wir jetzt machen müssen. So, thank you very much. Ich darf Professor Werner Klein sehr danken. Das sind 25 Jahre harte Arbeit, die hier gezeigt worden sind. Und ich bin sehr dankbar, dass wir zusammenarbeiten konnten. Ich habe mal nachgeguckt, vor 2 Jahren gibt es ein ganz interessantes Bild. Bernard, Bart Balorgi, Professor Jagannath, Professor Ho. Das ist viel Arbeit hier drin. Wenn du wieder zu uns nach Heidelberg kommst, möchtest du auch einen Blick haben für die Schönseiten von Heidelberg. Wenn wir uns getroffen haben, jedes Jahr einmal in Montpellier, einmal hier in Heidelberg, das war 90% Arbeit. Ich hoffe, in der Zukunft können wir mehr der Historie und den anderen Dingen von Heidelberg frohen. Und dass du nicht arbeitslos wirst, gibt es eine Aufgabe mit. Das ist kein guter französischer Wein, sondern Bergstraße. Das ist spezieller Tee und in China ist die Inzidenz von Myelom wesentlich geringer. Fein findest du einen Inhaltsstoff. Und in Arabien ist es nochmal anders. Das ist aus Arabien Datteln, hand verlesen. Und vielleicht kannst du uns zeigen, dass gestern auf der Zeit Antioxidantien, welche Rolle die spielen bei der Pathogenese des Myeloms. Also insofern genieße es und gleichzeitig auch die Aufforderung an dich, in den nächsten Jahren mit uns weiter gut zu kooperieren. Wir schätzen deinen Rat, wir sind wirklich dankbar, dass du uns in vielen Dingen beraten hast. Und ich denke, ich will darauf hinweisen, was hier gezeigt worden ist, das ist ganz, ganz viel harte Arbeit. Das sind ganz, ganz viele Erfolge, aber da steckt auch ganz, ganz viel Arbeit drin, die nicht erfolgreich ist in der Biologie. Und ich glaube, Sie haben mitbekommen, wie dicht Bernhard auch an den Patienten dran ist, dass das Sachen sind, die zu Medikamenten führen. Und nochmal ganz, ganz vielen Dank, Bernhard. Ich glaube, Sie müssen nicht alles verstanden haben von dem Vortrag. Ich wollte darauf hinweisen, leider sind die Erkrankungen und das Myelom sehr kompliziert. Das ist nicht ein Schlüssel-Schloss-Prinzip, dass wir nach einem Schloss suchen und dann den Schlüssel finden und alles behandeln können. Das soll Ihnen aber sagen, dass wir jetzt neue Qualitäten auch haben, die Krankheit zu verfolgen. Subklone, das war vor 10 Jahren undenkbar, dass wir das analysieren können. Und im Augenblick arbeiten wir daran, wie diese unterschiedlichen Anteile von der Tumorkrankheit sich entwickeln und welche Konsequenzen für die Therapie gezogen werden.